Okay, und Junge. Willkommen Männer. Zurück zu Block. Oh, ja. Das wurde alles aufgenommen, scheiße. Nee, nur ganz, ganz wenig. Also das mit, was bei mir als Hintergrund läuft, das ist nicht. Aber ich kann es ja schon nochmal sagen, bei mir läuft gerade am TV im Hintergrund mein Monstermax Longplay. Aha. Yes. Pornos, Pornos. Pornos? Pornos! Hau nicht ab, du Mistviech. Und das ist ein Porno. Da laufen immer Pornos, damit du wohl viel in Stimmung kommst. Dieses Vieh lebt noch. Ich raste aus. Final, ruf deine Racefliege zurück. Die bleibt schön da. Du Fliegendresseur, du. Die ist aber weit gekommen. Ja, bis fast Italien da, ne? Ja, immer Respekt hier vor der Fliege. Die hat schon einen weiten Weg hinter sich. Das macht sie nicht den Weg zurück. Hat sie keine Lust zu. Sie macht muss einen ordentlichen Haufen in die Ecke legen, damit sie was hat. Sie zum Umfliegen. So, bitte. Mann! Das ist doch nicht wahr. Daneben gepfercht. Und da sieht man's mal wieder. Könnte ein Weilchen dauern jetzt, ne? Ich finde das immer so glücklich, wenn man das umsonst macht. Ach, verdammt, nur weil ich abgerutscht bin. Ja, jetzt du schon wieder weiter. Dass du abgerutscht bist, das war echt göttlich. Ja, sicher, wir sind hier die Schnellen. Ja, göttlich. Ich bin hier die Abrutscher. Ich bin römischer. Ich dachte, weil ich bin der römische Gott. Auch bei bestimmten Verkehrs. Junge! Jetzt wird es aber schlüpfrig. Fuck, ich bin so doof. Ey, das sagt man nicht. Na gut, dann bin ich im Pferd. So, jetzt aber. Selber sagt dann. Ja, Pferdzeug, das sagt auch keiner. Ich hau F0X rein als Hintergrund. Vielleicht natürlich muss das ja auch im sechsten Part passieren. M64. Was hast du mitgezählt, wie viel der Part das ist? Ist der sechste tatsächlich? Weiß ich. Ja. Ist geil. Ich achte, so normalerweise, quick sind wir hier schon. Ich achte normalerweise nie darauf, welcher Part wann ist. Zumindest in so Daueraufnahmen nicht. Wohl fährt's einfach. Der fährt hier Block noch durch. Wenn er denn mal die Dinger da kriegt. Sonst kommt das Safe State hier. Bitte. Du weißt, mit wem du sprichst, nicht wahr? Wie bei Ninja Gaiden. Wollte ich gerade sagen, wie bei Ninja Gaiden 2. Bitte, da habe ich keinen Safe State verwendet. Kappa, lol, lol, lol. Das stand doch in der Konfi. Ja, mit dem Kappa-Symbol. Was für ein Kappa-Symbol? Der noch Super Metroid. Ja, Super Metroid soll ja auch noch irgendwann kommen bei mir. Guck mal, jetzt schmollt er, jetzt geht er einfach. Ja, ich. Ja, jetzt will er da nicht mehr hin. So, wenn es jetzt nicht klappt, dann... Ach, hier war das, okay, ich dachte... Ja, das war hier. Das und jetzt und dann, auf der rechten Seite ist auch noch einer. Fick dich! Das heißt, er musste nochmal hin. Auf der rechten Seite. Für die rechte Seite jetzt nochmal. Was ist hier geschehen? Wüsste ich auch... Stellungnahme? Geschenk da unten. Wüsste ich auch ganz gern. Und das Geschenk kann nicht mal... Da ärgert sich der Weihnachtsmann. Ja, das ist ja der neue Skandal hier bei der Wolf. Tja, der Weihnachtsmann, der kann mir einen Buckel runterrutschen. Jetzt gibt's keine Geschenke. Ich habe zu Weihnachten nie das bekommen, was ich wollte. Ich habe immer eine 3 Kilometer lange Wunschliste, fuck you, geschrieben. Und nie das bekommen, was ich wollte. Das ist ja sehr bescheiden. 3 Kilometer lange Wunschliste ist sehr bescheiden, stimmt. Für Österreich. Der hat als Kind nicht eine. Ist Katze eigentlich ein Mädchen? Nein, das ja. Ist ein Kerl. Man weiß es nicht. Der war wo, Teddy? Musst du ist fragen. Der oder nicht? Der hat als Kind nicht eine, was weiß ich, eine lange Wunschliste geschrieben. Hör doch seine Stimme. Wissen? Ja, das kriege ich. Ist da. Das kriegt er sofort. Ja, da geht es. Natürlich wieder das so Rechte. Ja. Das kriegt er sofort. Haben, ja. Warte mal, wo du bist. Da kommt jetzt das Infovideo. Ja, da will ich jetzt aber auch wissen, was da los ist. Die Blätter sehen irgendwie aus wie Dr. Wily.
Was? Hat der jetzt ein UFO wieder gemacht oder wie? Was hast du denn jetzt hier Rauch, ey? Ja, sorry, welche Sachen ist das? Welche Blätter überhaupt? Ja, die an diesem. So, lol. Die da. Die haben Wily Battle. Das ist The Final, ist das hier? Dr. Final ist Revenge, ist das. Revenge of. Dr. Final. Dr. Final ist das. Dr. Final's Revenge. Genau, ja. Hier, der Cameo. Das hat ja auch Spaß gemacht, Wolf, ne? Dr. Final's Revenge? Ja. genau. Voll an den Kopf. Doppel gefährst. Ja, das ist schwer zu bezeichnen. Lowald. Warum lachst du eigentlich immer? Du bist der Einzige, der mich die ganze Zeit nur auslacht und nicht unterstützt. Alle anderen machen wenigstens was. Ich lach auch. Ja, aber du unterstützt mich wenigstens. Ey. Ja? Ja. Ja, sag mal. Blume aus Undertale. Ich sag fertige Sachen. Apropos, Joe macht ja am Freitag einen Undertale-Stream. Ich bin ja gespannt, wann einer mal endlich Ghosts and Goblins 1 durchspielt. Du wirst der Erste sein. Ja, ich hoffe es. Ja, ich hab's bis jetzt. Ich hab super Ghouls and Ghosts durchgezockt, aber. Ha! Den ersten... Hast du auch das für den Gameboy? Nee, oder? Für Gameboy gibt's das auch? Ja, da gibt's Ghouls and Goblins heißt das, glaube ich. Okay. Ja, das haben wir früher nämlich mal besessen, aber weil wir kein Englisch konnten, sind wir nicht weit gekommen. Also ich habe mir zwei Ziele gesetzt an Retro-Sachen. Ich will auf jeden Fall Ghouls and Goblins Teil 1 schaffen, ja. Ohne Saves und Battletoads für NES. Das muss ich auch irgendwann mal hinkriegen. Battletoads für NES. Viel Spaß bei Battletoads. Ja, das ist so scheißen schwer, dass das ja. Der Nemesis. Ich hab's also bis zum Schlangenlevel komme ich schon mal, aber ohne Warps jetzt. Das heißt, du schaffst den Turbo-Tunnel ohne Saves. Ja, hab ich Forst letztens mal gezeigt, so, okay, da habe ich bei der letzten Barrikade ein Safe geladen und ein paar Mal hintereinander habe ich es, glaube ich, von 10 Versuchen 5-mal geschafft oder was weiß ich. Ich freue mich schon noch vor so einem Stream. Also, ja, das muss ich allerdings auch sagen. Also, Hedy hat sich da wirklich gut durchgeboxt. Keine Ahnung. Um ehrlich zu sein, finde ich den Turbo-Tunnel aus dem SNES leichter. Ich hab streamt Osoma eigentlich in letzter Zeit? Heute hat er doch gestreamt, habe ich gesehen in E-Mail. Heute? Heute ist aber nicht Samstag. Irgendwie stand da Osoma jetzt live auf Twitch. Vielleicht hat er noch was geguckt. Okay. Also auf jeden Fall streamt immer samstags, soweit aber ich weiß. Aber der ist noch nicht online. Meistens. Ja, jetzt sonst. Wer weiß, wann das war? Ich habe jetzt nicht geguckt, vielleicht 20 Uhr oder so. Vielleicht hat er einfach keine Lust. Ja gut. Sommer Dark Souls. Ich will wissen, was er an dem Spiel schlecht redet, weil er nicht weiterkommt. Hat er gesagt, das Spiel schlecht? Nein, aber ich will wissen, was er sagt, wenn er da nicht weiterkommt. Und da sieht man es mal wieder. Ich verstehe. Du hättest eigentlich nur rübergehen müssen, so wie auf der Reise. Peter, das hätte ich mir noch von Feinde gewünscht. Ja, ich habe jetzt nicht mehr gewusst, ob ich gesprungen bin oder nicht. Bei der rechten Seite. Die für ihn geschnitten wurden. Wer wurde geschnitten? Der Baum. Ja, sicher. Der so aussieht wie Dr. Feinde. Vor allem. Ja, der lässt seine Signatur noch überall hier, ey. Schock hier, ne? Er wurde auch mit Edding drauf geschrieben für Dr. Feinde. Wisst ihr, wie angenehm das gerade ist, wenn man nichts reden muss, sondern einfach als ein paar Dankeschön Leute hat, die das Video füllen. Mega Man 1, Dr. White, Dr. Finals Revenge. Wie, Wolf, musst du dich etwa konzentrieren jetzt, oder was? Ein Hommage hier, Michael. Nein, aber so. Das ist ein Geschichtlichkeitsspiel. Immerhin will ich den Schmafu hier ohne Saves jetzt machen. Ja, scheißegal, ich hab den Schaden in Kauf genommen. Dr. Final. Das Dr. Final's Revenge Let's Play ist ja schon uralt von mir. Ach, The Force ist abgekackt. Schon wieder? Ich wollte ja, schon auf Serax hier. Force ist weg. Ja, also der Serax spielt immer ab. Vor allem auf Serax Monster Max bin ich gespannt. Er hat schon gemeint, dass er ziemlich rumfluchen wird.
Und wenn Fallen und Osoma, sogar Osoma hat rumgeflucht und geraged. Ja. Und das heißt was. Ich hatte das Spiel nie besonders schwer in Erinnerung. Vielleicht teilweise etwas knifflig wegen den Rätseln, aber... Mann, wenn es eine Sache gibt, die ich liebe, dann ist es dann dieser verfickte roter sich um 5, um genau 5 Uhr. Die Prinzessin ist wieder da. Ja, dann stell's doch um. Ja, würde ich gern, wenn es gehen würde, es funktioniert noch nicht. Juhu! Ich hab's vor meinem auch umgestellt. Ja, deiner ist ja auch vielleicht ein bisschen neuer. Kompakt. Aber ja, Fritzbox hier. Kann ich einfach drauf zugreifen und ändern. Schleichwerbung. Egal. Achso, oh, ja. Du machst Schleichwerbung über Osoma. Na und? Das ist ein Let's Play-Kollege, über den darf man Schleichwerben. Ja und? Dein Let's Play-Kollege ist Katja. Wer? Katja. Jetzt tu nicht so, als ob du die nicht kennst. Ich kenn das. Fick dich. Ich kenn keine Katja. Katja Krasavitsch. Ach. Die kenne ich auch nicht. Ich weiß nur, dass sie sie hasst, aber ich weiß nicht, wer sie ist. Ich dachte, die hängt bei einem als Poster an der Wand. Ja, die hängt bei mir an der Decke. Die hängt an der Decke. Ist das die eine da von hinter Gittern? Ja, da hängt so eine Katja am Wand. Nein. Genau. Ist das ein von hinter Gittern, sag mal was? Ist das der? Auf der was kommst du für Ideen wohl? Und der hat sich extra für die Nippelpiercing gemacht. Es gab früher so eine Serie, die hieß Hinter Gittern, der Frauenknast. Die hat meine Mutter damals geguckt. Ja, aber da hat keine Katja Krasavitsch oder wie die auch heißt gespielt. Ja, Bitch. Irgendeine andere Katja hat damit gespielt. Krasse Bitch. Krasse Bitch. Ja, Karrenbauer oder wie die heißt. Kati Karrenbauer. Kati Drachenbauer? Ja. Das ist Mannsweib. Ja. Ja. Besser bekannt als Walter. Walter, genau, ja. Ich erinnere mich so gut wie gar nicht mehr an die Serie. Ich habe sie eben nur gelegentlich geguckt, wenn meine Mutter sie gesehen hat, aber ansonsten freiwillig habe ich sie nie gesehen. Wollen wir mal raten, wie Final in echt heißt? Horst. Schlemmer. Horst Schlemmer Dietrich. Horst Schlemmer. Siegfried. Dietrich, nicht Siegfried. Ich sage Hans. Was? Wir wissen. Nee, Hansel. Ja, Hansel. Wir wissen, wie er heißt, aber. Günther. Günther Zapf. Er ist Russe, er muss Ivan heißen. Und mit Nachnamen Koslowski. Mit dem zweiten Namen stimmt es tatsächlich. Ivan Ivanovich. Ja, ja. Oh nein, ich habe nicht auf meine Energie geguckt. Das stimmt sogar. Alexander nur ohne E. Fuck you, Alexandi. Nee. Ja, viele heißen so, glaube ich. Juri. Genau, Peter, Piotr. Peter. Dimitri. Peter Piotrowitsch. Gollum. Gollum, vor allem. Nicht Gollum, was ist das? Gollum! Nee, Olaf. Ey, wie hat er mich getroffen? Der Wikinger hier. Der. Er hat meinen Zipfel getroffen, ja. Das stimmt auch, ich wohne in der Wikingerstadt. Schleswig ist eine Wikingerstadt. Ja, guck mal, fein hier. Ja. Nee, das ist, wie heißt der jetzt noch schnell? Ach, wie heißt der noch schnell aus der unendlichen Geschichte? Bastian Feindl und die starken Männer. Was? Bastian Balthasar Bax. Oh Gott. Balthasar, es gibt auch ein neues Pokémon aus die unendliche Geschichte. Fuchu. Gab's in der unendlichen Geschichte überhaupt Wikinger? Nee, aber alles andere. Stein. Außer Wikinger. Steinriesen gab's da, dann Fuchur gab's da, so einen fliegenden Hund. Ach, ja, der fliegende Teppich da, ja. Das stimmt. Der runde Teppich. Es gibt auch einen Drachen, der jetzt auch in Pokémon Sonne und Mond ist. Du mit deinem Pokémon. Sonne und Mond kratzt mich nicht die Bohne. Es ist bestimmt genauso ein Schrott wie X und Y. Ja, leider. Nee, Pokémon ist sieht Wolf, gut aus. Wolf, Moment, da muss ich jetzt mal kurz einigen. Du kannst nicht schon ein Spiel verurteilen, wenn du es noch nicht mal gespielt hast. Wahrscheinlich hast du das noch nicht mal gespielt. Sorry, Wolf. Aber ich habe das oft gemacht. Und leider lag ich mit meiner Vermutung bisher fast immer richtig. Lalala. Leider. Das mag jetzt sein, aber trotzdem. Denn der Dreck mit den Mega-Entwicklungen, das hat rein gar nichts mehr mit Pokémon zu tun. Und bei Sonne und Mond gibt es sogar noch schlimmer, weil da irgendwie zieht Energie aus dem Armband eines Trainers und die Attacke wird noch stärker als ohnehin schon übertrieben. Was ist denn das für ein Schmafu?
Was haben die Pokémon-Entwickler geraucht? Ersten zwei Generationen bombastisch geil und danach haben sie gedacht so, ach, wir entwickeln mal unseren eigenen Hirnschaden. Das war ja nicht Pokémon, das war Digimon. Das war Nintendo. Ja, der Wolf spielt lieber eine schöne Runde Pokémon-Snap. Also eher Game Freak war es, ne? Also das wollte ich gerade sagen. Da kann er relaxen. Das ist First Party-Entwickler von Nintendo. Pokémon Snap habe ich noch nie gezockt. Da fotografiert der Wolf. Ja, was oder wem fotografiere ich? The Pokémons. Ja, die Pokeporns oder so. Pokeporns. Würde mich nicht wundern, wenn es so einen Dreck echt geben würde. Nee, ich weiß, wie Feinde heißt. Na? Ja. Jengis. Nosferatu. Genghis Khan. Nosferatu heißt der doch. Definitiv nein. Du musst einfach nur geradeaus gehen, da hast du das Ding noch gekriegt. Jetzt first try. Ja, guck mal, der Heldi. Der macht eine Komplettlösung. Ich heiße Django Unchained. Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Ja, aber da klappt es nicht, weil ich getroffen habe. Kater gefüllt mit diesem Level. Ja, was macht der da überhaupt? Der kommt auch der Boss, ne? Ja, ich will eine dicke Tekla sehen. Ja, da muss ich erstmal hinkommen. Ich will die Kordi auch noch sehen, bevor ich ins Bett gehe. Ja. Ah, na, verdammt. Bevor der Zapfenstreich kommt hier. So spät schon, wow. Ja, kannst du mal sehen, was du da immer machst in dem Level. Ganze drei Stunden. Drei Stunden? Nee. Oder? Zocke ich hier das schon 3 Stunden? Ja, sicher. Ich meine, ich habe gestern. Ich habe gestern Narcissu so lange gezockt oder noch länger. Narcissu, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Das habe ich gestern gezockt, weil ich habe es auf einen Schlag komplett aufgenommen. Das sind, glaube ich, 13 Videos. Da war ich leider nicht dabei. Deswegen kann ich den Spielnamen nicht sagen. Ja, Final und den Novel, ich genau. Ich glaube nicht, dass dir das gefallen würde. Final Level Novel. Oh Gott, nein. Final Novel Game. Ja, das ist Dann macht da Vanni Konkurrenz. Ja. So, wie oft willst du das denn jetzt noch sammeln da? Das sieht alles gleich aus, die zwei, die Dinger waren vorhin schon da. Ja, dann macht ihr wieder den Bonus. Der ist eigentlich weiter als vorhin schon. Aber die Wily-Köpfe sehen gleich aus, oder Final-Köpfe. Das ist schlechtes Level-Design. Alles wieder verwendet. Das sind Final-Köpfe. Das ist recycelt. Hier recycelt alles hier. Level Recycling, schlecht programmiert und alles schlecht. Ja, redet nicht. Ja. Wer hat den Shit bloß entwickelt? Die Pfandflaschen. Dr. Pfeile. Ja, nein! Ja, nein! Und hier fährt. Fick mich, du Spiel. Famoser Flohland. Nee, Schmackfloh. Nee. Oder drei Schmacken. Wie war das noch schnell? Ich will den Shit ohne Save States. Genau, natürlich will ich ohne Save States. Hast du gesagt, ne? Wie war das Schmack? Genau, du hast mich gar nicht getroffen. Mein Zipfel hast du getroffen. Kannst du überhaupt besiegen? Oh mein Gott. Das Teil, da kann ich besiegen. Ah ja, und da kannst du eine Frucht, ja. Wolf Zipfel ist jetzt im Spiel. Ich hab sie nicht bekommen. Oder auch nicht, wenn du dann. Fail. Spiel's selber. Ja, das macht danach Roadrunner hier. Ich hab's einmal durchgespielt. Von wegen, Eddie. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht dran, dass Roadrunner kommt. Weekly Force sagt nie de... Lügt nie hier. Um nochmal ganz ehrlich zu sein, noch ehrlicher zu sein, habe ich mir schon überlegt, ob ich das machen soll. Quasi als Entschädigung. Ja, aber das wäre dann idiotisch, weil das Race habe ich ja damals nicht verloren. Jetzt war das überhaupt nochmal? Donkey Kong Country. Hä? Donkey Kong Country haben wir gezockt. Wo Force, ich glaube, 5 Level gemacht hat und ich den Rest. Ach, das. Oh ja. Hab ich nicht gesehen. Weil es noch gar nicht hochgeladen ist. Ich habe noch nicht hochgeladen. Ach so, deswegen. Okay. Das ist aber schon wie lang? Ein Jahr alt oder so? Oder? Okay. Nee. Keine Ahnung, wie alt das ist. Das muss noch reifen. Da muss auch hier erstmal
Ja. Der Skill muss ich erst. Der und muss außerdem, erst Wolf, wenn du das Infovideo gesehen hättest, dann wüsstest du auch, Moment, was Sache ist. Aber da du ja nicht guckst, ich hab's gesehen, aber ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir nicht alles merken, was ich mir ansehe. Ich hab halt im Infovideo gesagt. Haha, ich hab's erwischt. Bei mir leckt das voll krass. Ich hab die Fliege gemordet. Geil, ich bin Fliege. Bei mir ist es pausiert momentan. Ja, aber ich sehe gerade 20 Minuten. Ach, wir müssen wieder beenden. Das war Block. Du hast jetzt in dem Part nichts gemacht. Hab ich auch nicht. Das war Block. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch. Tschüss.